Don't be scared. We see the stars. I'll take you there. But first, baby girl, I need you to drop it low. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu dem ersten FIFA 17 Pack Opening mit mir, dem Simon. Hi, I'm Gamer Brother, Freunde. Schaut euch das Team of the Week an, Alter. Das ist schon mal richtig nice. De Bruyne, Cavani, Icardi und Co. Cavani sieht richtig nice aus. Castro noch aus der Bundesliga. Ich glaube, auf der Bank ist auch noch Forsberg. Genau, da hinten ist er. Promes, da sind so nice Karten dabei, Freunde. Da muss man auf jeden Fall mal eins ziehen. Und es gibt natürlich die ganzen neuen Karten aus FIFA 17, Freunde. Ich bin richtig gehypt. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe insgesamt 40.000 FIFA Points aufgeladen. Das sind einfach mal umgerechnet genau 2 Millionen Münzen. Das heißt, in dem Sinne 2 Millionen Pack-Opening, Freunde. Ich würde sagen, wir starten direkt gleich auch schon mal mit dem ersten Pack rein, Freunde. Denn ich bin einfach nur hyped. Lasst gerne einen Daumen da, wenn es euch gefällt. Schauen wir ins erste Pack hier hinein. Und das wird Dine. Okay, ist jetzt nicht sonderlich gut, muss ich sagen. Die neue Animation gefällt mir aber auf jeden Fall, Freunde. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefällt. Es ist ein wirklich riesiges Pack-Opening. Ich habe 300 Euro insgesamt investiert, Freunde. Ich hoffe, ihr würdigt das. Und ja, Freunde, ich bin auf jeden Fall gehypt. Wir starten jetzt rein und es wird lange dauern. Es wird wirklich lange dauern, weil die Animation, ihr habt es gerade gesehen, dauert lange. Und man will natürlich auch nicht einfach irgendwie random alle Spiele abstoßen. Das wird dauern. Komm schon. Skip. Und wir haben Fernandinho gezogen. Okay, nice, Alter. Der ist doch bestimmt schon mal ein bisschen was wert. Okay, das kenne ich. Warum zeigt er mir das an? Egal. Dann gucken wir mal rein, was Fernandinho kostet. 27.500er Price Range. 5k. Okay, nice, Alter. Drittes Pack. Fernandinho direkt. Sieht nicht schlecht aus. Nice. Komm schon, nächstes Pack mit Reus. LOL, Griezmann, bitte. Gamairo. What the fuck? Was für ein Troll ist das? Ich dachte, es ist Griezmann, es ist dieser fucking Gamairo, Junge. Was ist der wert? Wehe, der ist nicht 5k wert. Der ist 1000 Münzen wert. 1000. Ich habe gedacht, da kommt Griezmann. Oder kommt einfach Gamairo. Was ist das? Oh, Alter, diese Packs trollen ja richtig. Wobei, ich glaube, bei Griezmann wäre auch diese Animation gekommen. Egal. Hallo, Stürmer, Atletico Frankreich. Ich habe mit Griezmann gerechnet. Lol, Roman Neuschütter, er in 33, die Legende. Warum hat er eine Goldkarte? Warum hat Roman Neustädter eine Goldkarte? Und warum hat er 70 Passen? Der kann keinen Querpass spielen. Was zum... Ach du Scheiße. Eine Ewigkeit später. LOL, das ist wirklich Leno. Das ist wirklich Leno. 86er rated. Ich dachte so, okay, deutscher Keeper, kommt jetzt irgendein Crap. Aber das ist ehrlich Leno. Und der ist 86er rated. Was ist der Wert? 110.000er Price Range. 10k. Nun, 18, 10, 10.000. Er ist wirklich nur 10.000 Münzen wert. Aber warum kam da diese fresche Animation nicht? Egal, Alter, wir haben Leno gezogen. 86er Rated, nehme ich auf jeden Fall mit. Netter Pull, also wirklich ziemlich netter Pull. Okay, nice, Alter. Jetzt haben wir echt lange nur Scheiße gezogen, aber Leno ist geil, ey. Komm schon, Harry Kane. Gib mir mal einen guten Spieler. Gib mir mal einen guten Spieler. El Shaarawy, okay, nice. 81er hat er mittlerweile. Ich glaube, der hat sogar wieder 5-Star-Skills, wenn ich mich nicht täusche. Tatsache, Alter. El Shaarawy, Junge. Die Karte sieht ja richtig nice aus. Muss ich auf jeden Fall mal spielen. Den speichere ich mal im Verein. So, unglaublich. Lange, Otamendi. Man muss sich so beschweren. Okay, nice. Das sieht doch mal wieder ganz nice aus. Sechste Mercedes. Weil alle Jungs müssen mit. Badadadadadada. LOL, Brasilien, bitte Neymar. Holy shit, die Animation. Links, Marcelo. LOL, wie geil. Marcelo, wir haben die krasse Animation bekommen. Und wir kriegen einfach Marcelo, das sieht so geil aus. Oh mein Gott, der hat sogar Forster Skills, der wird richtig was wert sein. Nice, ey, ich dachte für einen Moment Neymar, das wäre so geil gewesen. Komm schon, Marcelo, was bist du wert? Richtig nice, Alter, was bist du wert? 95k Price Range. Ah, nur 30k momentan oder 20k, aber der wird auf jeden Fall noch steigen. Forster Skills hat er dieses Jahr. Was für eine nice Karte und die Animation sieht so geil aus. Alter, nice, Marcelo. Richtig geil, aber werde ich erstmal behalten. Ob
deshalb dreh ich mich jetzt um für dieses Pack. Oh lol, Touré. Nice. Hab ich erst gar nicht gesehen. Was ist der Wert? Was ist der Wert? Lol. Der ist einfach 40k wert. Lol. Ist einfach 40.000 wert. Er ist einfach 40.000 Münzen wert. Okay. Also das war ein nices Pack. Boah, und Magisio. Alter, was geht hier jetzt auf einmal ab? Ich skippe halt die ganze Zeit nur noch die Packs durch. Aber jetzt hier innerhalb von 3-4 Minuten... Marcelo, Touré, Marquisio, der ist halt auch 30.000 Münzen wert. Was geht hier auf einmal ab? Der sieht halt richtig nice aus von den Werten. Forster Skills auch. Und 4 Sterne Week von 86er Rated. Ja, der ist tatsächlich halt irgendwie 40k wert. Nice. Nächstes Skip-Pack. Alexandro, okay. In den letzten 3.000, 4.000 FIFA-Points halt nur geiler Scheiß. Was ist der wert? Ja... Gut, ne? 10.000 Münzen, was geht? Es geht halt ehrlich. Das ist halt gerade echt nicht schlecht. Also am Anfang war es ein bisschen kacke. Also wenn wir jetzt noch ein Inform oder so ziehen, dann bin ich sogar zufrieden. Also jetzt gerade geht es halt ehrlich klar. Wenn wir jetzt noch ein Inform oder so ziehen... Und zum Pack ziehen gebe ich dir einen Tipp. Und zwar Skip. LOL! Chudley! What the fuck? Einfach Chudley in Form gezogen. LOL, was ist der Wert? Was ist der Wert? Was ist der Wert? Preisvergleich. 30.000, was war das denn? Und fürs Pack-Scene gebe ich dir einen Tipp und zwar Skip und dann einfach Chudley in Form. LOL, also Freunde, dafür müsst ihr einen Daumen lassen. Dieser Wanderson sieht auch nicht schlecht aus. Der ist aber nicht von dem deutschen Leipzig da. Deutschen Red Bull, weißt du, was ich meine? LOL, Chudley Inform. Ich habe einen First Owner Inform aus dem ersten Team der Woche. Wie geil ist das denn? Vor allem mit so einem Behinderten. Ich gebe dir einen Tipp, Skip. Alter, nice. Oh, LOL, fast hingefallen. Oh, und Renato Sanchez. Nice. Nett, ey. Die Werte von dem sind halt übertriebenst krass. Hat sich mal wieder gelohnt, die Animation laufen zu lassen. Es ärgert mich übrigens gerade ein bisschen, dass ich das bei Dings nicht gemacht habe. Boah, lol, das ist 15k wert. Es ärgert mich ein bisschen, dass ich das gerade bei Chudley nicht gemacht habe. Aber Sanchez sieht da von den Werten richtig, richtig krass aus. Guckt euch den mal an. Hätte der Forster-Skills halt easy 40 oder 50k. Für eine 78er-Rated-Karte. Richtig krass. Kommt um der Ecke wie ein Hurricane. Oder auch nicht. Oder auch doch? Gündogan, Alter, nice. 85er rated. Sieht richtig gut aus von den Werten. Der wird bestimmt auch was wert sein. Werde ich aber auch erstmal behalten. Trotzdem können wir mal gucken, was der Wert ist. Komm schon. Ich sag, von den Werten sieht der halt echt nice aus. Komm, Junge, 70.000er Price Range. 35k, Alter. Nice. Der ist halt auch richtig gut was wert. Also so langsam. Ich ziehe halt so richtig viele Spieler, die so 40k wert sind. Habe ich locker 6, 7 Stück von. Wird's halt echt besser. Also, nice. Okay, Freunde, es ist jetzt tatsächlich schon das letzte 7,5K-Pack. Es ist leider bei den letzten 2000 FIFA-Points nichts mehr Gutes gekommen. Ich habe gerade noch kurz gedacht, Messi wäre noch MS. Das wäre es halt gewesen, aber der hat auch die Animation anders gewesen. Perotti sieht nicht schlecht aus. Speichere ich mal. Den Rest können wir auch halt wieder mitnehmen. Und dann war es das auch von dem Pack-Opening. 100 FIFA-Points habe ich noch. Ich werde gleich noch so ein 5K-Pack aufmachen. Den Rest können wir hier abstoßen. Ich stoße mittlerweile auch wirklich sehr viel ab. 269.000 Münzen haben wir. Läuft bei uns. Letztes 5K-Pack nochmal mit die Maria. Wir lassen die Animation nochmal laufen. Batshuayi. Okay, nice. Der ist neu nach Chelsea gegangen. Sieht auch richtig gut aus für den Wert. Der wird locker 4, 5K wert sein. Das war jetzt für ein Non-Rare-Pack halt richtig gut. Gucken wir mal rein. Ja, tatsächlich, halt irgendwie 4, 5K. Können wir speichern, dann wird bestimmt seine 10K wert sein. Sehr nice, Rest nehmen wir noch mit. Und dann war es das auch von dem Pack-Opening, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich werde jetzt gleich hier nochmal mein Verein und die Transferliste alles so durchspielen lassen, was ich so gezogen habe. Ich verabschiede mich jetzt erstmal, Freunde. Und mache jetzt einen Mittagsschlaf. Ich habe so viele Packs gezogen, Freunde. Ja, schau mal, Transferliste. Ich lasse gleich alles einmal langsam durchlaufen. Wir haben so viel gezogen. Es reicht jetzt einfach. Haut da rein. Einfach 300 Euro. 2 Millionen Coins umgerechnet. Naja, keine Ahnung, vielleicht kriege ich 500k oder 600k wieder raus. Wobei, scheiß drauf, ich zeige euch die Spieler jetzt einfach so im Verein. Ich zeige euch jetzt einfach so. Einmal kurz im Schnelldurchlauf, Chudley in Form. Sehr, sehr nice. Dann dazu halt noch Leno, Marcelo Marquisio, also drei 86er und Chudley halt.
Also eigentlich war es nicht schlecht. Ich komme vielleicht am Ende bei 500 oder 600k wieder raus, wenn ich jetzt alles verkaufen würde. Ja, Gamero halt richtig der Troll. Es ist halt jetzt nicht schlecht. Es ist jetzt halt ehrlich nicht schlecht. Ich musste mal wieder näher ranrutschen. Es ist jetzt halt ehrlich nicht schlecht, aber wenn man mal überlegt, 300 Euro, wenn ich jetzt nicht YouTube machen würde, ich glaube, ich würde heulen. Und hätte ich da 2 Millionen Coins rein investiert, würde ich auch heulen. Also, naja, wir haben ja einiges gezogen. Ist auch alles ordentlich ein bisschen was wert. Also 500, 600k kriege ich locker raus. Ob das jetzt wirklich worth war, ist halt eine andere Sache, Freunde. Ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal raus und lasse euch dann hier doch nochmal einmal die Spieler durchskimmen. Chrissé sieht übrigens auch sehr nice aus. Ja, wobei, ich will euch noch einmal den Renato Sanchez zeigen, da müsst ihr gleich kommen, weil der sieht halt von den Werten so heftig aus, da ist er. Renato Sanchez, guckt euch diese Karte an, Alter, das ist nicht mehr normal. Freunde, ich bin jetzt raus, haut da rein, es war super anstrengend, aber wir haben Inform gezogen und hier war jetzt aber, glaube ich, auch nichts mehr Besonderes, nee. Wir haben Inform gezogen und hier Marcelo, wo die Animation dabei war. Es läuft doch, so muss es sein. Ich bin raus, haut rein, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Macht's gut und ciao.